Guten Tag, ich bin Uwe Matthias Müller und ich freue mich, Sie zu einer neuen Ausgabe von Luther, hier stehe ich, dem News24 TV Podcast mit Jan-Peter Luther begrüßen zu dürfen. Lieber Luther, guten Tag. Guten Abend, Herr Müller. Herr Luther, wir wollen uns heute unterhalten über das Thema Solidität der Demokratie in Pandemiezeiten. Ich will mal meine bayerische Befindlichkeit Ihnen schildern. Jede Querdenker-Demonstration wird verboten mit der Begründung, da werden die Abstände nicht eingehalten und die Typen tragen auch keine Masken. Die Polizeipräsidentin von Berlin hat im Vorfeld der 1. Mai-Demonstration, die übrigens sehr gewalttätig verlief, gesagt, naja, also Abstände wüsste sie nicht, aber Masken würden die ja tragen, die tragen die ja traditionell. Ist das Volksverdummung oder ist die dumm, die Polizeipräsidentin? Oder hat sie recht? Sehr schöne Frage. Kann ich nur rhetorisch gegenfragen? Sind Sie schon bestochen? Also nicht vom Hafer, sondern von der Spritze, die wir ja alle erhoffen, um quasi diesen Gesamtzustand irgendwann mal beenden zu können. Herr Luther, ich war gestern das erste Mal in meinem Leben zum Test und das hat 50 Minuten gedauert, obwohl ich der Dritte war in der Schlange. Und es wurden 5 Formulare per Hand ausgefüllt. Ich musste ein Formular ausfüllen. Das wurde dann dreimal von anderen abgeschrieben. Und am Ende habe ich ein handgeschriebenes Zertifikat bekommen, dass ich getestet wurde. Sehen Sie, das zwingt zum Querdenken, weil genau diese Gründe und diese Anlässe und diese Dinge, die uns unser Alltagsleben verändern helfen, indem wir uns auf Sachen einlassen müssen, pandemiebedingt, die wir vorher nicht hatten, nicht kannten und die uns in unseren ja, alltäglichen Abwicklungsmaßnahmen beeinträchtigen, das sind genau die Grundlagen, auf denen momentan genau diese Dinge passieren. Die passieren und da adäquate Antworten zu finden, wo Politik ja auch nicht erfahren ist in pandemischen Dingen. Das ist, glaube ich, die Kunst des alltäglichen Politikerdaseins, mit dem wir uns konfrontiert sehen. Herr Luther, Entschuldigung, aber also klar haben wir in der Bundesrepublik Deutschland noch keine Pandemie gehabt, aber wozu gibt es einen Katastrophenschutz? Wozu gibt es ein Innenministerium? Wozu gibt es viele hundert Menschen, die sich mit der Prävention vor Katastrophen beschäftigen? Und selbst wenn nichts vorbereitet war, Anfang letzten Jahres, als Corona in China ausbrach, das ist jetzt 15 Monate her, die Entschuldigung gilt nicht mehr. Also das 5 Formulare ausgefüllt werden und ich 50 Minuten für einen Friseurbesuch zusätzlich einplanen muss, um diesen Test machen zu lassen, finde ich, ist unsäglich. Und Sie fragten ja eigentlich nach dem Peaks, nach dem rettenden Peaks. Davon ist schon mal überhaupt keine Rede. Wie Sie ja unschwer erkennen können an meiner Physiognomie, bin ich älter als 60. Ich habe Vorerkrankungen und trotzdem sagt mir weder mein Hausarzt noch das Impfzentrum, wann ich mit Impfen dran bin. So ist das. Das ist genau das, was, glaube ich, einen Großteil der Bevölkerung auch irritiert, weil genau diese täglichen Erfahrungen machen andere auch. Und das ist das, was insgesamt, glaube ich, frustriert. Und die Maßnahmen, die Staat, Regierung, Corona-Kabinett und wie die Ministerpräsidenten der Reihe nach alle heißen, die Sondermaßnahmen in den Ländern erbringen wollen, um populärer zu sein, versuchen in dem Rahmen ihr Bestes, weil keiner die Blaupause hat für einen Idealplan durch eine Situation, die wir alle erfahrungsgemäß nicht durchgemacht haben. Pläne sind nur so lange gut, solange sie auf etwas passen, was wir kennen. Und unser Leben, unser humanes Miteinander basiert auf Erfahrungswerten. Was wir erfahren haben und als Wissen gespeichert in Bibliotheken oder in Google abrufbar haben, da sind wir bereit, darauf zu reagieren. Alles andere, da müssen wir operativ mit umgehen. Und natürlich kann ich jeden kritisieren, der etwas nicht richtig macht nach meinem Ermessen. Aber selber einen Vorschlag zu bringen, wie es besser sein könnte, das ist, glaube ich, das Komplizierte in der Gegenwart. Und da sind die wenigsten in der Lage, da eine adäquat kluge Antwort zu geben. Herr Luther, ich glaube, heute sind Sie viel zu nah dran an dem Bundeskanzleramt oder allen anderen Ministerien als Insider. Das ist einfach nicht wahr. Also jeder Manager jedes Unternehmens, ob klein oder groß, muss sich auf Krisen vorbereiten und muss auf Krisen reagieren. Wenn ich gestern den ganzen Tag in der Welt lese, dass das Bundesgesundheitsministerium auf den Wunsch der EU-Kommission nicht reagiert hat, hier Vorbereitungen zu treffen für einen digitalen Impfpass und darauf verwiesen hat, da gäbe es ja keinen Grund zur Eile, weil 2022 käme ja eh die digitale Patientenakte.
darüber könnte man noch lange streiten, welches 2022 gemeint ist. Das ist ja absurd. Ja, das ist absurd. Es wird auf der einen Seite den Leuten suggeriert, vor allem in der Zeitung mit den großen Bildern und Buchstaben, sie könnten schon mal ihren Urlaub buchen oder irgendwo hinfahren. Oder auf der anderen Seite gibt es überhaupt keine fälschungssicheren Impfausweise, weil alles per Hand gemacht wird, was leicht zu fälschen ist. Die Corona-Warn-App funktioniert nicht richtig. Luca ist schlecht gesprochen worden. Alles ein grenzenloses Versagen. Wenn Herr Spahn nicht das Bundesgesundheitsministerium führen würde, sondern irgendein anderes Unternehmen, also der wäre schon pleite. Ja, aber jemand anders hat es in der gleichen Zeit besser gemacht, Fragezeichen. Also ich bin nicht nah genug am Kanzleramt dran. Ich bin meistens weiter weg als Sie, auch alterstechnisch von der Impfung. Aber die Situation ist doch die, dass genau das, was Sie gerade beschrieben haben, ich auch vorher erlebt habe. Ich bin jetzt im Bereich der Digitalisierung in einem Unternehmen, in der Unternehmenskommunikation tätig. Und wir hatten bereits Mitte letzten Jahres, im Mai letzten Jahres, also genau vor einem Jahr, eine Corona, nicht Warn-App, sondern eine Bürger-App, die Kontaktnachverfolgung, dezentrale Datenspeicherung und alles möglich machte, was gewünscht war. Das habe ich unter anderem auch Berliner Gesundheitsstadträten, die ich persönlich kannte, angeboten. Gesagt, Leute, das ist genau das, was ihr braucht. Das ist digital, es ist sicher, es ist datensicher. Und sie glauben nicht, dass das irgendwo ankam, weil der Gesundheitsstadtrat sagte dann, tut mir leid, ich habe gar keine Zeit, mich damit zu beschäftigen, weil meine Gesundheitsämter sind ja gerade dabei, manuell diese Kontaktdaten nachzuverfolgen. Da war gar keine Zeit für solche modernen Dinge. Das erschreckt einen dann schon sehr. Und jetzt kommt plötzlich eine Luca-App aus der Kiste, die aber auch nicht funktioniert. Also ich bin mit ihrem Frustrationspotenzial durchaus vertraut, weil selbiges habe ich seit einem Jahr auch. Und auch ich verzweifle an den Strukturen Deutschlands, wenn der Bundesdatenschutzbeauftragte bei Vorstellung der App sagt, ah, ich bin nicht zuständig, gehen Sie in Ihr Land. Ich gehe ins Land Brandenburg. Das Land Brandenburg sagt, vielen Dank für die App, wir sind überlastet, wir können Sie nicht prüfen. Schönen Dank auch. Das sind Dinge, die so nicht gehen können. Da bin ich komplett bei Ihnen. Wir müssen aber ein bisschen Gnade walten lassen, weil auch diese Menschen mit der Situation ja nicht gewohnt sind, umzugehen, was sie nicht entschuldigen soll, was aber erklären kann, warum Dinge nicht so einfach laufen, wie sie laufen. Die Frage ist, kann unsere Demokratie, können wir das aushalten, können wir damit umgehen und finden wir gemeinsam einen Weg aus der Situation, weil keiner kann ja einen besseren aufzeigen. Kritisieren ist toll, ist möglich, ist super, demonstrieren ist ganz toll, aber ich kann auch gegen einen Kometen demonstrieren, der vom Himmel fällt. Auch den werde ich nicht aufhalten. Also müssen wir. Aber, nee, Herr Luther, also nochmal, da sind Sie doch viel näher heute am Bundeskanzleramt als ich. Also mit der Argumentation ist das zu leicht. Also wir haben 15 Monate Pandemie, es ist nichts vom Himmel gefallen. Es war völlig klar, dass es eine zweite Welle gibt, dass es Mutationen gibt. Es war klar irgendwann, dass es Impfstoffe geben würde. Dieser Impfstoff wurde nicht auf deutscher, auf nationaler Ebene besorgt, sondern auf europäischer Ebene mit den Folgen, die wir kennen. Jetzt ist es mit dem Impfpass ganz genauso. Aber es scheint so zu sein, als ob Brüssel mit dem Impfpass eher fertig wird als Deutschland. Die EU-Kommission hat ja Deutschland dafür schon an den Pranger gestellt und sie fragen, wo es denn besser geht. Also ich frage mal, wo geht es denn schlechter? Gibt es irgendein auch nur annähernd entwickeltes Land innerhalb der EU, das eine geringere Impfquote hat? Gibt es irgendein Land in der EU, das einigermaßen entwickelt ist, das einen geringeren Grad an Digitalisierung hat? Wir hängen doch in allen Punkten zurück und das ist ja jetzt keine Erkenntnis des letzten Wochenendes, sondern eine Erkenntnis über die ganzen vielen letzten Monate der Pandemiekrise. Und es gibt niemanden in der Bundesregierung, der sich den Fragen irgendwie stellt und irgendwie anpackt. Herr Scholz von der SPD, weiß ja nicht, warum diese kleine Splitterpartei einen Kanzlerkandidaten aufgestellt hat, aber er ist auch noch Kanzlerkandidat, kommt gestern ganz groß raus, indem er ankündigt, am Mittwoch wurde im Bundeskabinett eine Erleichterung für Geimpfte beschlossen und am Donnerstag im Bundestag beschlossen und am Freitag im Bundesrat. Da frage ich mich, wieso verkündet das der Vizekanzler und der Finanzminister? Warum verkündet das nicht die Bundeskanzlerin oder der Bundesgesundheitsminister oder der Wirtschaftsminister? Was hat der Finanzminister und Vizekanzler damit zu tun, außer dass er Kanzlerkandidat der SPD ist?
Lieber Herr Müller, erstens war er schneller und das hat er genutzt. Zweitens ist er traditionsbedingt, das sagte ich auch, und von Erfahrung können wir Dinge tun, die wir schon erfahrenerweise kennen und wissen. Ist er Kanzlerkandidat, weil die SPD das schon kennt? Die hatten das schon mal, auch erfolgreich. Deswegen dachten sie, das können sie es wieder machen. Aber ich muss Ihnen bösartigerweise Polemik unterstellen, wenn Sie diese Zahlen, die faktisch heute auf den Tisch gekommen sind, nicht akzeptieren wollen, dass Deutschland mittlerweile, was das Impftempo betrifft, die jetzigen Spitzenreiter abgelöst hat. Wir haben zwar sehr schwer gestartet mit dem Supertanker Deutschland in Europa mit 83 Millionen Menschen, die haben sehr schwerfällig angefangen, haben mittlerweile aber Quoten, Impfquoten pro Tag, die die Millionengrenze erreichen und werden also da sehr schnell das nachholen, was bisher versäumt worden ist. Das ist das Faktische und das passiert momentan. Deswegen waren die Nachrichten heute Morgen für mich sehr überraschend, weil die Nachrichten begannen positiv, weil man sagte, wir haben A, sinkende Inzidenzen seit einer Woche, wir haben B, steigende Impfquoten, wir haben also Optimismus für das Frühjahr, für den Sommer. Und man kann das Glas immer halb leer und halb voll betrachten. Sie haben recht, die Situation ist nicht befriedigend. Aber wenn ich jetzt mit Ihnen einstimme und sage, die Situation ist nicht befriedigend, dann kommen wir beide auch nicht weiter. Wir ärgern uns beide, haben aber keinerlei Perspektive, wie es besser oder anders gehen könnte. Die Nee, Verantwortlichen, den Kapitän der Titanic vom Bord zu schmeißen, ändert den Kurs nicht. aber ich könnte ja das Ruder dem ersten Offizier oder zweiten Offizier geben oder von mir aus auch irgendeinem Leichtmatrosen. Mir scheint fast so, als ob jeder Leichtmatrose es besser machen könnte, als die, die ganz oben auf der Brücke stehen. Das, was Sie mir sagen, dass die Impfquote hier stark aufholt, das stimmt nur für die Großstädte. Also ein Freund, den wir gemeinsam haben, dessen beide Töchter, beide deutlich unter 60, werden nächste und übernächste Woche geimpft. Meine Tochter, eine meiner Töchter, in einer bayerischen Großstadt lebend, wird diese Woche geimpft. Und die ist natürlich viel jünger als ich, ist ja klar. So, und das ist das, was mich auch irritiert, dass Menschen in einer Großstadt eine größere Chance haben, geimpft zu werden, als Leute, die in einer Kleinstadt oder auf dem Dorf leben. Und Auch das. da wird mir gesagt, ja, die in der Stadt treffen sich ja mehr und das ist dann das Ansteckungsrisiko größer. Ja, super. Ja, das ist die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse. Das ist die Gleichwertigkeit des Lebens, egal ob ich in der Stadt oder auf dem Land lebe. Nee, also das hat mit Demokratie, mit Fairness nichts zu tun. Und das ist auch keine reine Polemik und das ist auch keine Wutbürgerei, sondern es ist die Anklage eines Totalversagens derjenigen in Bund und Land und auch in Landkreisen, die da die Verantwortung haben. Das ist so. Wenn wir das Beispiel Pandemie nehmen, kenne ich persönlich, wie auch Sie wahrscheinlich, Menschen, die daran verstorben sind, tragischerweise. Und ich kenne auch genau wie Sie junge Leute. Mein Werkstudent mit 24 Jahren ist plötzlich geimpft worden, aber berechtigt. Land Brandenburg, wie Sie mir zustimmen werden, ein Flächenland. Sein Großvater hat eine Pflegestufe und wer in Brandenburg eine Pflegestufe hat, darf zwei Personen seiner Wahl benennen, die, um ihn zu versorgen und nicht selber Gefahr zu werden, geimpft werden können. Er hat seinen Sohn, also den Vater meines Werkstudenten und meinen Studenten selbst mit 24 Jahren bestimmt, geimpft zu werden. Das ist dann Glückssache oder die Verantwortung eines Pflegenden. Nun kann man sagen, er hat die Kette durchbrochen, genau wie viele andere, wo Berlin plötzlich sagte, hoppla, wir geben AstraZeneca frei. Wer will, melde sich in der Praxis, die AstraZeneca hat. Damals Lotto spielen, ich rufe in der Praxis an, sage, hallo, haben Sie AstraZeneca? Ich stehe vor der Tür, sage die Praxis, ja, kommen Sie rein, wir haben die Dosen leer zu machen. Oder Sie rufen wo an, wie meine Hausarztpraxis, die mir sagt, sind Sie blöd, wir haben so viel zu tun, so viel in die Ohren, wir kriegen gar kein AstraZeneca. Und schön, dass Berlin es verkündet, wenn wir alle keins mehr kriegen, ist es toll, dass die Hausärzte das verimpfen sollen, was sie gar nicht haben. Großartige Idee. Heraus mit diesen wunderbaren Politikern, die diese Sache wunderbar versprechen machen. Und da bin ich ganz bei Ihnen, da würde ich auch mit dem Besen hinterherrennen und sagen, raus mit euch aus den roten Rathäusern, zum Beispiel in Berlin. Da sind wir, glaube ich, einer Meinung, da würde ich auf die Straße gehen und mitdemonstrieren. Aber das ist eben die Situation. Ich weiß nicht, ob es jemand anders in der Situation tatsächlich besser gemacht hätte. Ja, also Sie fragen mich das jetzt wiederholt und ich sage nochmal, es gibt viele Länder in Europa, die in der EU, die das besser gemacht haben und auch die verschiedenen USA haben es besser gemacht. Dieser Unpräsident Trump hat Unmengen an Impfmitteln bestellt, die der Nachfolger Joe Biden jetzt verimpfen lassen konnte. Und da sind mehr als 100 Millionen Menschen innerhalb von 100 Tagen geimpft worden oder weit mehr als 100 Millionen Menschen. Da wird in jeder Apotheke, in Parkhäusern, in Bars geimpft, genauso wie in Israel am Strand geimpft wird. Und bei uns muss man 6 Seiten Formular durchlesen,
und unterschreiben Aufklärung über die Nebenrisiken, die da entstehen könnten. Wenn Sie eine Grippeschutzimpfung bekommen haben, haben Sie da schon mal was unterschrieben über die Nebenwirkungen? Kennen Sie die Beipackzettel Ihres Arztes oder Apothekers, wenn Sie ein Medikament kaufen? Da ist bei jedem Zäpfchen oder bei jedem Hustenmedizin-Element Unmengen von Nebenwirkungen, die Sie gar nicht lesen möchten, weil Sie, wenn Sie das lesen würden, würden Sie das Medikament nicht nehmen wollen. Aber Sie vergleichen jetzt Äpfel mit Birnen. Israel, Amerika haben völlig andere Ausgangsvoraussetzungen. Israel hat ein ganz anderes System, ein ganz anderes Gesundheitssystem, ein ganz anderes Datenschutzsystem. Die konnten aufgrund ihrer anderen, ich sag's mal wertfrei anders, ich würde, wenn ich subjektiv wäre, sagen, positiveren, effizienteren, effektiveren, weil wirksamen Methodik Menschen sehr schnell erfassen, sehr schnell durchimpfen, weil das Organisieren und Strukturieren aufgrund der gesetzlichen Rahmenbedingungen möglich war. In einem Trump-Land Amerika. Das Trump-Land Amerika hat wiederum vorher einen Präsidenten gehabt. Bleiben, und da haben Sie völlig recht. In Israel ist der Datenschutz in diesem Bereich nicht so hoch wie bei uns. Heißt, in Israel hat der Datenschutz Menschenleben gerettet. Bei uns hat er Menschenleben getötet. Jetzt zu den USA. Kann man daraus Schlussfolgern? Ja, das ist die tragische, das tragische Resultat. Da muss ich Ihnen leider recht geben, obwohl ich es nicht gerne tue. Aber ja, USA, gleiche Situation. Der Präsident, den Sie gerade loben, hat andererseits aber auch empfohlen, dass man Desinfektionsmittel schlucken, schnupfen oder sich intravenös geben sollte, um vielleicht Corona zu verhindern. Auch da waren nicht alle Maßnahmen Gold, auch da waren nicht alle Maßnahmen richtig. Dass Sie jetzt bei einer höheren Infektionsrate, bei höheren Sterberaten langsam an Effektivität gewinnen, dass er jetzt eine Bevölkerungszahl geimpft hat, die mittlerweile relevant ist, um auch die Weiterentwicklung der Krankheiten, der Pandemie in Amerika zu stoppen. Das ist ein anderes Blatt, aber die Länder sind schwer vergleichbar miteinander. Deutschland ist ein Sonderfall, den wir auch so betrachten müssen, wie er ist. Ich will ihn nicht entschuldigen. Ich leide genauso wie Sie an den Rahmenbedingungen, die uns momentan umgeben. Aber ich habe das halb volle Glas und Sie das halb leere. Also, jetzt waren Sie ja polemisch, weil Sie mir unterstellen, dass ich Donald Trump gelobt hätte, Sie alter Untersteller. Das habe ich nicht gemacht. Ich habe nur gesagt, er hat bestellt und Bundeskanzlerin Merkel hat nicht bestellt. Das ist unstrittig. Und der Impfstoff, der vom 20. Januar diesen Jahres an von der Regierung Biden verimpft wurde, der wurde vorher von Trump gekauft. Sonst hätte es am 20. Januar nicht losgehen können. Also Ehren, Vereinigte Staaten von Amerika heißen Vereinigte Staaten von Amerika, weil wir das Problem Europas an der Backe haben und ein Teil einer Europäischen Union sind und eben nicht selbst bestellen durften, weil wir uns selbst zurückgenommen haben und gesagt, wenn, dann bestellt die EU und verteilt gleichmäßig. Wo steht denn das im Grundgesetz, dass wir Brüssel die Bestellung von Impfstoff überlassen müssen? Das war eine politische Maßnahme, die Frau Merkel angeordnet hat, um ihrer Freundin Ursula von der Leyen einen Gefallen zu tun und als europäische Heldin dazustehen. Und das ist schiefgegangen. Das hat Tausende von Menschenleben gekostet. Das wird Tausende von Arbeitsplätzen kosten. Das kostet zig Milliarden von Euro. Und Frau Merkel setzt sich hin in irgendeiner Talkshow und sagt, ja, im Großen und Ganzen ist ja nichts schiefgegangen. Das ist einfach nicht wahr. Es stimmt nicht. In Israel hat der Premierminister Pfizer den CEO von Pfizer angerufen. Ja. Und Pfizer hat Impfstoffe geliefert, sogar aus deutscher Produktion. Für einen höheren Preis, als alle anderen bezahlen müssen. Ist doch viel billiger, als diese Wirtschaftshilfen aufzubringen. In den USA wird kein Impfstoff oder wurde kein Impfstoff exportiert. Jetzt fangen die an zu exportieren, weil sie gesagt haben, erst muss unsere Bevölkerung geimpft werden. Übrigens etwas, was auch Donald Trump hätte sagen können, American first. So, in Deutschland wird auf EU-Ebene bestellt, heißt also gar nicht bestellt, zu spät bestellt. Es werden keine Fabrikationsstätten geschaffen, es werden keine Fabrikationsstätten, die bestehen, umgestellt auf die Produktion dieser Impfstoffe, weil es heißt ja, alles zu kompliziert. Kommt aber Wladimir Putin und klopft an die Tür, ob mit Panzer oder mit Faust, weiß ich nicht. Dann auf einmal ist eine Fabrik in Sachsen-Anhalt in der Lage, Impfstoff zu produzieren. Das ist doch absurd. Das kann mir sachlich überhaupt keiner erklären, aber ich reg mich auf. Warum reg ich mich eigentlich auf? Sie sagen ja, alles ist gut, das Glas ist halb voll. Dann lassen Sie uns doch einfach anstoßen und das Glas austrinken. Ja, aber Sie haben natürlich recht, was ich zum zweiten Mal in dieser Runde sage und was mir sehr schwer fällt zum zweiten Mal. Was aber richtig ist. Ja, in der Betrachtung der Situation. Ja, in der Bewertung mitunter schwierig. Die Frage ist, wie wollen wir Ergebnisse erzielen? Die Ergebnisse müssen sein, dass wir diese Pandemie schnellstmöglich hinter uns bringen, dass wir daraus die Lehren ziehen
und dass wir in dieser demokratischen Struktur, in der wir verhaftet sind, A, bleiben und B, die richtigen Schlüsse mit der richtigen Neubesetzung von Positionen beziehen. Wir haben dieses Jahr am 26. September gemeinsam die Chance dafür. Herr Luther, Sie reden genauso wie der Generalsekretär der Partei, die bei der Bundestagswahl 10 Prozentpunkte verloren hat. Wir müssen das Ergebnis jetzt analysieren. Wir werden die Gremien zusammenrufen und wir werden dann zu Maßnahmen kommen. Und wenn ich 2 Wochen später nachfrage, Herr XY, haben Sie denn zusammengesessen? Welche Maßnahmen gibt es denn? Na ja, müssen wir erst mal schauen. Das ist alles, entschuldigen Sie, wenn ich Ihnen das sage, ist ja jetzt nicht persönlich gemeint. Aber das sind immer die gleichen Politikersprüche. Wir müssen das jetzt analysieren und dann müssen wir mal gucken. Die Zeit ist da, um zu handeln. Stellen Sie sich mal vor, Sie sind ja in dem Alter, glaube ich, dass Sie noch die Hamburger Sturmflut wenigstens in der Presse miterlebt haben oder Sie haben danach darüber gelesen. Wenn Helmut Schmidt, der damalige Innensenator in Hamburg, gewartet hätte und gesagt hätte, ja, jetzt setzen wir uns mal hin, bilden eine Kommission und dann diskutieren wir mal, wie wir das Wasser, das da kommt, aufhalten, dann wäre Hamburg abgesoffen. Ist aber nicht. Helmut Schmidt hat sich sogar über die Verfassung hinweggesetzt und hat Hamburg gerettet. Und deswegen ist er später Fraktionsvorsitzender geworden und der SPD und dann 8 Jahre lang Bundeskanzler gewesen. Ein hochangesehener Bundeskanzler. Einer, der Krisen bewältigt hat, der Krisen angenommen hat und für Lösungen gearbeitet hat und nicht gesagt hat, ja, jetzt muss man das mal analysieren. Und eigentlich ist ja nicht alles so schlimm und so große Fehler sind ja nicht passiert. Ach, die 80.000 Corona-Toten, die Langzeitschäden haben. Boah, naja. Das müssen wir mal in den Gesamtkontext einrahmen. Nee, das ist inakzeptabel. Wir häufen einen Schuldenberg für die Jüngeren auf. Wir zahlen Hunderte von Milliarden Wirtschaftshilfe, die gar nicht nötig wären, wenn die Pandemie von vornherein richtig bekämpft worden wäre. Und wir haben Bundesminister und eine Bundeskanzlerin, die einfach ablehnen zu handeln und die uneinsichtig sind. Die sagen, das, was ich tue oder nicht tue, dazu gibt es keine Alternative. Also machen wir das jetzt so. Und deswegen wird der 26. September ein ganz schwieriger Tag für einige Parteien werden. Das war das Plädoyer, Herr Möller. Ich gebe Ihnen zum dritten Mal recht, aber nur, was die Rolle von Helmut Schmidt in der damaligen Zeit betrifft. Da habe ich durchaus gelesen, erfahren und gesehen. Aber polemische Rückfrage. Sehen Sie am Horizont auch nur ansatzweise eine Persönlichkeit vom Format Helmut Schmidts, was in der Lage wäre, in der gegenwärtigen Situation das Ruder so rumzureißen, wie Sie es sich wünschen? Sie hatten vorher keine Glaskugel, zu sehen, wie sich die Pandemie entwickelt. Sie hatten eine Kanzlerin, die Ministerpräsidenten in den Marsch blasen wollte, die sagten, ist uns doch egal, wir machen, was wir wollen. Hat sie gesagt, okay, dann macht ihr mir Vorschläge und dann setzen wir die gemeinsam um. Sie müssen sowohl das föderale System als Strukturen der Gegenwart betrachten und den Rahmen der Möglichkeiten der Akteure sehen, die darin agieren. Radikal alles wegreißen und sagen, jetzt möchten wir einen Generaldiktator haben, der das macht, was notwendig ist, ist in den gegenwärtigen Möglichkeiten extrem schwierig. Und das ist genau die Situation, dass ich mir auch vieles besser und schöner und klarer und schneller wünsche und mir auch vorstellen könnte. Aber die Umsetzung ist halt mit dem Zauberstab nicht machbar. Wir müssen mit den Realitäten leben, die wir haben. Und ich will deswegen nicht die Akteure entschuldigen. Man sollte sie treiben, man sollte sie unter Druck setzen, dass sie so gut wie möglich im Rahmen des Rahmens, den sie haben, agieren. Aber den Rahmen zu verändern, das ist eine Kunst, die wir beide nicht hinkriegen. Gut, also für mich ist der Rahmen für heute erschöpft. Sie haben mich 3-mal gelobt. Ich glaube, nochmal raffen Sie sich dazu nicht auf. Und deswegen schlage ich vor, machen wir für heute Schluss. Sonst müsste ich aus dem Rahmen fallen und das will ich auch nicht, lieber Herr Müller. Also, vielen Dank und bis zum nächsten Mal, lieber Luther. Ich wünsche eine baldige Impfung, uns beiden. Danke, schauen wir mal. Bis dann.